Herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen, zu einem kleinen Bonus, einem kleinen Extra, einem kleinen Special-Video zu Tims Duellturm. Und zwar, ihr habt alle drauf gewartet, ich weiß, nachdem schon so viele Poketuber hier dran kamen. Pokenight, Killua-san, Pokebazi. Ihr habt alle auf ihn, den einen, gewartet. Auf den großartigen, den einzig wahren, Pasi fucking Fani. Er hat uns seine Stimme nun schon als Co-Moderator diesem Projekt geliehen. Dann ist es doch wohl nun an der Zeit, dass er auch mal als Teilnehmer uns hier die Ehre erweist. Und eure Gebete wurden erhört. Pasi fucking Fani nimmt am Duellturm teil. Und da es Pasi nicht reicht, mit einem kompetitiven, normalen kompetitiven Team an diesem Projekt teilzunehmen, hat er sich etwas anderes ausgesucht. Denn wenn Pasi sich selbst ein Team gemacht hätte, das wäre viel zu unfair gewesen. Der ganze Duellturm, ich hätte mit allen Pokémon auf einmal kämpfen können, hätten verloren. Deswegen hat Pasi sich sein Team per Random Pokémon Generator auswürfeln lassen. Und deswegen sehen wir auf der Gegnerseite diese kompetitive Naturgewalt in Form von Panpyro, Scaraborn, Georock, Pixie, Plieprin und vor allem der Captain des Teams, Pupuncho. Yeah! By the way, der erste Kampf, der 2016 aufgenommen wurde. Was soll ich sagen? Einfach diese Macht, dieser Impact. Als ich dieses Team gesehen habe, ne, vor 6 Monaten, ich zittere immer noch. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an dieses Team auf der Gegnerseite denke. Vor allem Pupuncho, seht es euch an. Diese Augen. Sie sind einfach die Augen des Todes. Deswegen spare ich mir jetzt auch eine großartige, umschweifende Teamanalyse. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der Zerstörung von Pasi Fani, beziehungsweise mit der Zerstörung des Pasi Fani mit dem Duellturm. Also, viel Spaß. Ihr könnt hier noch was lernen. So, der Kampf ist natürlich auf Englisch, denn wir hatten die Ehre, dass Pasi diesen Kampf hier aufnimmt. Also verneigen wir uns vor dieser Güte. Er beginnt hier mit Panpyro, den kleinen Tim. Es ist eindeutig der kleine Tim. Vivillon kann nicht drinbleiben, denn der Schwanz dieses Affen brennt. Das macht Vivillon Angst. Aber Pasi Fani geht hier auf den Donnerschlag und hat einfach nicht mal wirklich predicted. Er geht einfach auf Donnerschlag. Es hätte einfach funktioniert. Ich hätte den Rizzo rausgehen können. Vierfach effektiv, garantiert. Plus Freeze. Hätte funktioniert. Deswegen, Mantax, hier schon so gut wie down. Ich gehe jetzt raus in mein Rizeros. Ich hätte das schon vorher machen sollen. Das wollte mir Pasi damit zeigen. Er liest meine Gedanken und weiß, wann ich etwas falsch mache. Deswegen gehe ich jetzt in Rizeros. Und er geht mit seinem Pampyro raus. Geht in Hallo Tim. Er grüßt mich. Er grüßt den Duellturm. Macht sich über uns lustig. Weil er weiß, dass er einfach hier durchrennen wird mit Pupuncho im Team. Das Erdbeben kommt. Das macht guten Schaden an diesem Pinguin. Aber guckt euch den Pinguin an. Die Erde unter ihm ist zerbrochen. Und es interessiert ihn einfach nicht. Er geht auf den Eisstrahl. Er weiß, dass er der Freeze-Gott ist und dass ich nur in seinem Schatten stehe. Deswegen nimmt er Roche hier raus. Ich habe Roche hier auch geopfert, damit ich nicht die Schmach eines Freeze ertragen muss. Gehe jetzt hier in mein Karadonis. Modebreaker. Nein, ich kann Pasis Fähigkeit nicht überbrücken. Das ist Schwachsinn. Ich gehe auf den Abschlag. Kann den Pinguin rausnehmen. Pasi Fani erlaubt es mir, dass ich hier nur mit einem 5:0 verlieren werde. Das Ding war sogar gechoice-backst. Also, ich hatte keine Chance, ja. Hier kommt Lauf-Tim. Lauf-Tim. Es ist in Caps Lock geschrieben. Das heißt, es muss ein bedrohliches Pokémon sein. Pixie. Ich gehe hier in meinen Magbrand, weil ich hier mit der Feenattacke gerechnet habe. Und die Feenattacke kommt auch. Pasi, gib mir nur die Chance. Ihr wisst es ja. Ansonsten wäre jetzt hier die Kraft reserve Boden gekommen, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Es kommt hier der Feuersturm. Und der macht guten Schaden. Aber Pixie tankt es einfach. Pixie tankt es einfach. Und natürlich, Pasi benutzt hier eine Beere. Und heilt sich dann wieder hoch. Einfach ein gottgleicher Play. Und geht jetzt hier auf ein Toxin. Er macht sich auch über Magband lustig. Er macht sich selbst über die einzelnen Pokémon lustig. Indem er sie langsam, aber sicher dahin raffen lässt. Das kann nur Pasi Fani. Ne? Ihr wisst es. Pasi fucking Fani. Protect. Das Ding stallt einfach. Pixie stallt jetzt hier unser Magband weg. Die Frage ist, wird Pasi 5-mal in Folge das Schutzschild benutzen können? Das fragen wir uns alle. Aber so weit lässt Pasi es nicht kommen. Er switcht natürlich sein Pixie hier raus und geht wieder in den kleinen Tim, in Panpyro, ein Feuer-Pokémon, das den Feuersturm natürlich gut tanken würde. Aber der kleine Tim ist einfach zu flink. Es weicht dem Feuersturm einfach aus. Pasi, wie hast du dieses Panpyro trainiert? Es ist der Wahnsinn. Und natürlich ist der kleine Tim schneller und nimmt mit einem Nahkampf Magbrand raus. Einfach eine meisterhafte Leistung, die Pasi Fahnen hier an den Tag legt. Magbrand geht down und ich gehe jetzt hier in mein Vivillon.
Vividon ist schneller. Aber natürlich keine Chance für Parsifani, ne? Also keine Herausforderung für Parsifani, pardon. Er geht jetzt jedoch in seine Geheimwaffe. Puponcho. Puponcho, liebe Freunde. Es ist soweit. Das Monster, der Tod, die Pokémon-Zerstörung, höchstpersönlich betritt das Schlachtfeld. Und Hurricane trifft. Aber es ist Puponcho. Puponcho interessiert das nicht. Guckt es euch an. Es tankt es einfach. Fokusgurt, ja? Das Ding trägt einfach den Fokusgurt. Und die Stachelspur geht daneben? Was? Die Geheimwaffe! Puponcho! Nein! Puponcho! Puponcho hatte nur eine Mission. Und wieso hat es versagt? Bricht Parsifani etwa zusammen? Pixie kann den Orkan auch tanken, aber es wird verwirrt! Als ob es jetzt nicht durchkommt! Es muss durchkommen, ansonsten hat Parsifani ein Problem! Pixie, kommt durch! Holt einen Wunschtraum raus. Hat die Chance, sich hier hochzuheilen. Er hat das doch unter Kontrolle. Als ob Parsifani sich solche Fehler erlaubt. Nein, er hat das alles noch im Griff. Ich kriege ja einen weiteren Falter rein mit Vividon raus. Und Pixie wird sich jetzt hier mit dem Schutzschild schützen, um sich wieder hochzuheilen. Aber was ist das? Die Verwirrung triggert. Und es trifft sich selbst. Pixie geht down. Was passiert hier? Parsifani verliert? Das kann nicht sein. Er schickt jetzt den Hauptbahnhof rein. Sein Georock. Seht es euch an. Daraus könnte man locker einen Hauptbahnhof bauen. Er macht jedoch einen Double-Switch, geht deswegen wieder raus, in den kleinen Tim. Verliert Parsifani hier jetzt gerade die Kontrolle über das Match? Ich gehe auf ein Schlafpuder. Und der kleine Tim schläft einfach. Es schließt einfach die Augen, weil die Geheimwaffe, der Team-Captain ist down. Wie soll das Team jetzt noch arbeiten? Hier geht er jetzt raus in sein Scaraborn. Parsifani macht hier merkwürdige Plays, denn ich gehe jetzt auf einen Orkan und kann das Scaraborn einfach rausnehmen. Was passiert hier, liebe Freunde? Verliert Parsifani wirklich die Kontrolle über das Match? Jetzt geht er wieder in seinen Hauptbahnhof. Es ist die Sleep Claws im Gang. Das bedeutet, ich kann das Ding nicht einschlafen lassen. Ich gehe auf ein Käfergebrumm. Und wir fragen uns alle. Wird es das tanken? Ja, dank der Robustheit. Und was macht es jetzt? Es geht auf Explosion. Parsifani, Explosion. Georock macht seinem Trainer alle Ehre. Aber Vividon tankt es mit einem KP, dank des Fokusgurts. Es hat sich einfach die Taktik des Puponchos zu eigen gemacht. Mir fällt gerade auf, dass Puponcho die Vorentwicklung von Vividon ist. Ich habe das wirklich vergessen. Ein Zeichen. Eindeutig ein Zeichen. Und der kleine Tim hat natürlich auch keine Chance gegen den Orkan von Vividon. Deswegen, der kleine Tim geht down und Parsifani hat das Match verloren. Die Geheimwaffe, Puponcho, du hattest nur einen Job. Nur einen. Und du hast versagt. Das kommt davon. Vividon, seine Weiterentwicklung. Wir haben einfach die Strats gesehen von Puponcho und konnten uns einfach anpassen. Ansonsten hätten wir keine Chance gehabt. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Es wird für immer ein Mysterium bleiben. Aber, merkt euch, liebe Freunde, Puponcho, die Geheimwaffe, schlechthin. Sie hatte nur einen Job und sie hat versagt. Eine Schande. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eine Schande.